Morgen YouTube, Pascal zu Bodybuilding, in the building. Frische 6.54 Uhr am Morgen und für mich geht's ab ins Oberkörpertraining. Warum so früh? Hab ich mehr vom Tag. Ich wollte heute mal wieder ein paar Aufnahmen vom Oberkörpertraining machen. Ich habe in letzter Zeit zu viele Leg Days aufgenommen. Sorry Lars, Unterkörpertrainings. Und morgens kann ich natürlich einfacher filmen und störe auch weniger Leute. Alles für die Community. Erstmal Sitzheizung an. Ein geiles Gefühl. Ah, alles klar. Oh mein Gott, wie random ist es, eine Rolltreppe runterzugehen, wenn sie nicht an ist. Shit. Shit. Ein Fuß nach dem anderen. Zum Glück regnet es nicht. Bestes Wetter mal wieder in Hamburg, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Das ist negative Verstärkung, meine Freunde. Das ist Psychologie. Damit du lernst, dich anzuschnallen. Wegnahme eines aversiven Reizes. Der aversive Reiz in diesem Fall ist das nervige Piepen. Shut the fuck up! So, my friends, ich weiß, ich sehe ein bisschen müde aus. Ich habe ein bisschen so Augenringe am Start und so. Ist auch gerade mal 9 Uhr und ich muss auch schon wieder den ganzen Tag lernen. Und will euch jetzt mal ein bisschen was zur Visualisierung erklären. Beziehungsweise Selbstwirksamkeit. Beziehungsweise wie man denken muss, wenn man Sachen erreichen will. Geht euch dieser Unternehmer-Channel auch auf den Sack? Wo die Leute sich so ein Hemd und einen Anzug anziehen und in ihrem kleinen Zimmer rumstehen? Und dann irgendwas von Erfolg reden und von Millionär und von Immobilien? Geht mir übelst auf den Sack. Naja, man hört ja oftmals was oder die meisten Channel haben ein Video dazu. Stell dir deine Ziele vor und du kannst sie erreichen. Visualisiere sie und dann kommen sie. Stell dir deine Bizeps-Peak vor und artikuliere sie in der Realität. Wie viel ist da eigentlich dran? Ich sag's mal so, die meisten, die davon reden, haben es in irgendeinem Bro-Science-Psychology-Buch gelesen oder auch Faktastisch. Ich will mal ein bisschen was dazu sagen, was wirklich dahinter steckt. Auch hier ist jetzt von meiner Seite aus kein Anspruch auf die Vollständigkeit gegeben oder so. Ich möchte es an einem ganz konkreten Beispiel festmachen, und zwar dein PR im Bankdrücken. Was ist deine Einstellung, wenn du dich auf den PR zuwendest? Gehst du hin und denkst, wow, das wird ziemlich schwer, ich hoffe, ich schaffe das? Oder gehst du hin und hast es schon geschafft? Du hast diesen PR in Gedanken schon bewegt. Was dahinter steckt, ist, viele sagen immer, Pascal, ist schwer zu trainieren und PRs auszuprobieren als Bodybuilder macht gar keinen Sinn, ist viel zu gefährlich. Und bedingt stimme ich dem auch zu, nur möchte ich einwenden. Und zwar ist es ganz klar so, dass wenn ich einen PR versuche, ich den in Gedanken schon geschafft habe. Ich habe mich noch nie an einen PR herangestellt und gedacht, oh, das wird jetzt schwer, sondern ich muss ihn eigentlich nur noch hochheben. Das letzte Stück im Puzzle ist nur noch, das Gewicht wirklich einmal zu heben.
Alles andere passiert vorher im Kopf. Jetzt kommt auch der wichtige Teil der Selbstwirksamkeitserwartung. Selbstwirksamkeitserwartung ist eigentlich ein Konzept aus der Persönlichkeitspsychologie, aus der differenziellen Psychologie nach Bandura, was eigentlich nichts anderes bedeutet als: traust du dir selber zu, Leistungen, die du an dich stellst, auch umzusetzen? Bist du in der Lage, das umzusetzen, was du willst? Beziehungsweise inwieweit hast du Selbstvertrauen in dich selbst, dass du es auch umsetzen kannst? Wie kommt man überhaupt darauf? Beispiel kommt eigentlich aus der Forschung um das Unternehmertum. Denn man hat halt herausgefunden, dass die einzige Persönlichkeitsvariable beziehungsweise das einzige Persönlichkeitsmerkmal, was wirklich in einer dominanten Korrelation zu unternehmerischem Erfolg steht, die Selbstwirksamkeitserwartung ist. Die Gewissenhaftigkeit spielt da noch ein bisschen mit rein, die hat auch eine relativ hohe Korrelation zu späteren Erfolg, aber die Selbstwirksamkeitserwartung hat mit den höchsten. Und die Frage, die jetzt dahinter steckt, ist man zum Unternehmer geboren oder kann man Unternehmertum lernen? Und dazu muss man sich natürlich erstmal fragen, was sind überhaupt so die wichtigen Faktoren für Unternehmertum? Was muss man überhaupt können? Was muss ein Unternehmer, was tut der überhaupt? Aber das will ich jetzt ganz abkürzen. Man ist halt drauf gekommen, dass der wichtigste Faktor dafür die Selbstwirksamkeitserwartung ist. Also inwieweit glaubst du daran, dass du es schaffen kannst? Und umso stärker du daran glaubst, dass du es schaffen kannst, umso höher ist der Zusammenhang mit dem unternehmerischen Erfolg am Ende, also dass du es auch schaffen wirst. Kommen wir jetzt mal zu dem Punkt der Visualisierung, warum man zum Beispiel diesen PR jetzt im Kopf durchgeht, bevor man ihn macht. Dein Gehirn unterscheidet nicht mal primär, ob du einen Ablauf selbst ausführst oder ob ihn vielleicht auch nur jemand anders ausführt und du ihn siehst. Ihr kennt das vielleicht, ihr seht jemanden eine Cola trinken und ihr könnt förmlich den Geschmack auf eurer Zunge schmecken. Oder ein Beispiel, was mich oft übelst aufregt, Leute, die deinen Satz zu Ende reden. Oder die Steigerung davon, du redest mit Leuten und die schauen dir dabei auf die Lippen und reden quasi das nach, was du redest, im selben Moment mit ihren Lippen. Sie machen einfach nur die Bewegung. Und ja, das regt übelst auf. Aber woran liegt das? Das liegt daran, dass wir im Gehirn sogenannte Spiegelneuronen haben. Ich kürze das jetzt alles ein bisschen ab, ich will jetzt hier nicht mit Fachchinesisch anfangen. Die Handlungen, die wir wahrnehmen, imitieren. Das heißt, du siehst jemanden reden, guckst ihn auf die Lippen und in dem Moment passiert in deinem Gehirn quasi dasselbe wie das, was du siehst. Weshalb wir beispielsweise auch schon fast förmlich die Cola schmecken können, wenn wir nur sehen, dass sie jemand anderes trinkt. So, und jetzt wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass du einen Ablauf, bevor du ihn gemacht hast, schon im Kopf durchgehst. Das heißt, dieses Bankdrücken, du visualisierst, wie du dich hinlegst, du visualisierst, wie du das Gewicht unrackst, wie du es runterführst, wie du es wieder hochführst. Tausendmal in Gedanken. Warum? Weil dein Gehirn gar nicht unbedingt, wir reden jetzt nur von deinem Gehirn, unbedingt unterscheidet zwischen der eigentlich ausgeführten Handlung und nur der Vorstellung der Handlung. Natürlich, wenn du Muskeln aufbauen willst, kannst du dir nicht vorstellen, 10 mal 100 Kilo mit Bankdrücken zu machen und dann kriegst du Muskeln. Du brauchst natürlich einen physischen Reiz dazu. Aber rein für den Ablauf im Gehirn, die neurologische Verknüpfung und die Vorbereitung deines Nervensystems, da reicht auch nur die Visualisierung bzw. die Repräsentation in deinem motorischen Gedächtnis. Besser noch, wirklich Bankdrücken sehr oft durchzuführen, als dir noch vorzustellen. Aber besonders in Bezug darauf, dass du gleich ein PR machen willst, ist es sehr sinnvoll. Also ich liege teilweise Nächte bevor mein PR wach und gehe die Bewegung durch. Ich stelle mir genau vor, wie ich mich, ich stelle mir vor, was ich trage, ich stelle mir vor, wie ich mich drunter lege, ich stelle mir vor, was für Gedanken mir durch den Kopf gehen, wie ich das Gewicht unracke, wie ich es runterführe und wie ich einfach wieder hoch explodiere. Der Gedanke bzw. der Ablauf des PR ist schon tausendmal passiert, bevor ich das Gewicht anfasse. Und ich sag's euch mal so, ich würde niemals ein Gewicht anfassen, was ich nicht schon tausendmal in Gedanken hochgehoben hätte. Bereite dich mental perfekt auf das vor, was du möchtest. So, jetzt kommen wir wieder zum Unternehmertum. Man hat halt rausgefunden, dass man für Unternehmertum geboren ist. Das ist auch also heutzutage noch der Konsens, der da mitschwingt. Lasst euch davon trotzdem nicht enttäuschen. Man kann seine unternehmerischen Fähigkeiten extrem steigern. Und zwar über die Variable der Selbstwirksamkeitserwartung. Das heißt, wenn du daran glaubst, dass du etwas schaffen kannst, ganz banal gesagt, kannst du es auch schaffen. Das Ganze hängt natürlich mit Bildung zusammen. Das heißt, du gehst an ein College oder an eine Universität und lässt dich in die Richtung bilden, von dem, was du dann irgendwann mal machen willst, damit du die Abläufe kennenlernst und in diesen Abläufen sicher wirst. Und wenn du jetzt die Abläufe kennst und perfektioniert hast, die Selbstwirksamkeitserwartung hast dir gegenüber, dass du es auch wirklich schaffen kannst, du bist dir sicher, dann kann dich nichts aufhalten. Wichtig natürlich, das alles unter der Prämisse des Realismus zu machen. Wir können nicht fliegen, wenn wir uns das jetzt einfach nur krass heftig vorstellen und in Gedanken tausendmal durchgegangen sind. Das heißt, man muss sich natürlich immer noch an die Grenzen des Realismus halten. Wir wissen, dass deine Handlungen beispielsweise einfach nur die Artikulation deiner Gedanken sind. Die Philosophie sieht das ein bisschen gespalten. Die stellt in Frage, ob es nicht eventuell doch Determinismus ist, also dass wir gar keine freie Meinung, dass wir gar keinen freien Willen haben, sondern von irgendetwas gesteuert sind, von unserem eigenen Gehirn, von unseren Kognitionen. Das hat man halt auch in Studien festgestellt, indem man Reaktionstests gemacht hat. Es ging darum, dass freiwillig eine Hand gehoben werden sollte, was du selbst entscheiden kannst.
Das heißt, hebst du deine linke oder rechte, war deine Entscheidung. Dazu wurde natürlich dann mit dem EKG dein Gehirn überwacht und es kam halt raus, dass kurz bevor du nach freiem Willen deine rechte oder linke Hand gehoben hast, dein Gehirn schon in einem bestimmten Bereich gefeuert hat und damit signalisiert hat, er weiß schon, der Gehirn, er weiß schon, was du jetzt für eine Hand hebst, bevor du eigentlich den Gedanken dazu gefasst hast, weil es eine reine reaktionäre Sache sein sollte. Studie jetzt hin und her, ich will auch gar nicht so stark darauf eingehen, es passt ganz zu Bodybuilding und ich passt ganz zu Science-Shit, aber ich bin persönlich fest davon überzeugt, dass unser Handeln auch nur eine Artikulation von unserem Denken, von unseren Kognitionen ist. Und wenn wir uns Sachen vorstellen, dann führen wir sie aus. Das heißt, die Ursache von dem, was wir tun, beginnt in unserem Kopf und die können wir natürlich beeinflussen. Wäre ja auch traurig, wenn nicht. Also wenn du dich jetzt zu Hause hinsetzt und sagst, ich kann das einfach nicht schaffen, ich bin dafür einfach nicht geboren, dann ist es eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung dazu, dass du etwas nicht kannst und dann kannst du es auch nicht. Allerdings, wenn du dich dafür entscheidest, etwas zu können, dann kannst du es. Du kannst es lernen, du kannst dich darin verbessern. Was wiederum natürlich nicht heißt, dass du es dann automatisch sofort kannst oder der Beste der Welt darin bist, auf keinen Fall. Aber du kannst dich dazu entscheiden, etwas zu können und dann lernst du es und dann wirst du darin besser. Es wird vielleicht hart sein und schwer sein, aber es ist möglich. So, ich weiß nicht, ich habe mich wahrscheinlich wieder mit dem, was ich hier geredet habe, verlaufen. Ich bin im Wald, einsam, suche Seiten. Und auf einmal kommt Slenderman. Der Konsens daraus ist, ja, es ist gefährlich, wenn du schwer trainierst und random PRs versuchst, wenn du nicht weißt, was du tust. Also, finde raus, was du willst und was du tun möchtest und stellst dir vor, visualisiere es und dann schaffst du es auch. Glaub an dich, das heißt, steigere deine Selbstwirksamkeit. Wie kann man überhaupt diese Selbstwirksamkeit steigern? Fuck, darum bin ich noch gar nicht eingegangen. Erstmal natürlich durch stellvertretende Erfahrung, das heißt, du siehst, wie jemand in einem Freundeskreis beispielsweise etwas schafft, dann steigert das deine Selbstwirksamkeitserwartung, dass du es halt auch schaffen kannst. Dann natürlich noch über so gut zureden, also die emotionale Komponente. Wenn sich jemand neben dich setzt und sagt, du kannst es schaffen, du kannst es schaffen, du kannst es schaffen, oder du dir auf YouTube Will Smith anguckst, der sagt, wenn wir beide auf dem Laufband gehen, dann werde ich gewinnen oder sterben. Und natürlich sehr wichtig durch Übung. Abläufe zu festigen, Abläufe zu perfektionieren, dir deiner Sache sicher zu sein. Es gibt dieses eine Interview oder Video, ich weiß nicht, Voiceover von Mike Tyson, wo er sagt, während er in der Umkleide ist vor einem Kampf, ist er so klein und hat Angst. I'm scared to death. I'm totally afraid. I'm afraid of everything. I'm afraid of losing. I'm afraid of being humiliated. Und überlegt sich, was alles passieren könnte. Was sind die Schwierigkeiten? Was könnte ich verlieren? Vielleicht gehe ich K.O. etc. Und so, umso näher der Kampf rückt, umso näher er an den Kampf herankommt, geht er noch mal in Gedanken durch, wie viel er dafür trainiert hat, wie viel er dafür getan hat und bewegt sich dann auf den Ring zu und wird immer größer und immer stärker und immer seine Willenskraft steigt. Closer I get to the ring, more confident I get. Und bei dem Moment, den er den Ring betritt, ich glaube, er hat es selber gesagt, ist er ein Gott. Und unschlagbar. Once I'm in the ring, I'm a god. No one can beat me. Und das ist genau das. Ihr habt Zweifel, aber ihr könnt Zweifel aus dem Weg räumen, indem ihr euch vorbereitet, indem ihr euch gut zuredet und indem ihr hart an euch arbeitet. Bis zu dem Punkt, an dem es zum Abruf dieser Leistung kommen muss, im Ring beispielsweise oder wenn du vor dem Gewicht stehst. Und in dem Moment, wenn alle diese anderen Faktoren stimmen und du dich gut vorbereitet hast und an dich glaubst, bist du unschlagbar. Dann legst du dich einfach unter das Gewicht und du hebst es einfach hoch oder du stirbst. Und ich denke, wenn man Mike Tyson kämpfen gesehen hat, sagt das auch ein bisschen was über ihn aus. Es war schon eher so do or die. Und das ist das Herz, was auch da drin stecken muss. Du musst es wollen und du musst es mehr wollen als alles andere auf der Welt in dem Moment. Das heißt, du legst dich unter einen PR und du möchtest ihn nicht halbherzig jetzt hochdrücken möchten, sondern du möchtest ihn zerstören. Es gibt für dich gerade nichts anderes auf der Welt. Es dauert ja für die Vorbereitung für dich alles drum und dran vielleicht nur eine Stunde von einem Tag. Du hast immer noch 23 Stunden, um dich auf andere Sachen vorzubereiten, um andere Sachen in deinem Leben auf die Reihe zu bekommen. In dieser Stunde gibt es nur dich selbst. Und mit der richtigen Vorbereitung und der ausreichenden Selbstwirksamkeitserwartung kannst du alles schaffen. Gutes Beispiel, was wir auch im Rahmen so einer Vorlesung dazu bekommen haben, ist dieser Fußballer, ich glaube Ibrahimovic oder wie er heißt, dieser Fett. Und da kam ein Video, ich glaube, der Ball wurde nach außen gespielt, von der Ecke oder so, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Und flog halt aus dem 16er raus und er lief gerade rückwärts und hat halt den Ball kommen sehen und hat einfach einen Fallrückzieher gemacht und den Ball ins Tor geballert, so oben rechts in den Winkel, so ohne Probleme. Und die Frage ist jetzt, was unterscheidet Ibrahimovic von tausenden anderen Profifußballspielern? Ist er unbedingt schneller? Gute Frage. Ist er unbedingt mehr skilled? Gute Frage. Was ist er definitiv? Er hat definitiv
die heftigste Selbstwirksamkeitserwartung sich gegenüber. Er ist sich seiner Sache so sicher, dass ihn nichts stoppen kann. Und genau aus dem Grund kann er einfach außerhalb des 16ers einen Fallrückzieher machen und den Ball da reinschießen, was andere nicht können. Weil er weiß, dass er die Skills hat und sich selbst gegenüber das Selbstvertrauen, dass er diesen Ball einfach reinballern kann. Und dann macht man einfach einen Fallrückzieher und schießt den Ball da rein. Fuck that shit. Sei auch so. Hab dieses Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Run kennt aus, ich glaube, 2011er Playoffs oder 12 von Marshawn Lynch. 60 Yards Touchdown. Es war ihm einfach komplett egal. Dieses Play hat mit mein Leben verändert. Zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, sogar noch Football gespielt. Ich habe dieses Play gesehen und für mich war es zu Ende. So, er bricht mehrere Tackles, schiebt noch Defender von sich weg, gibt noch Stiff Arms, ballert einfach weiter bis zu dem Zeitpunkt, in dem er in der Endzone ankommt und es interessiert ihn einfach nicht. Es hat ihn einfach nicht interessiert. Alle anderen Spieler waren nur Ping-Pong-Bälle in dem Fall für ihn. Er war der Gott auf dem Spielfeld zu dem Zeitpunkt, der einfach durchlaufen konnte und rasieren. Abgesehen davon, dass er eine ziemlich heftige Offense gehabt hat zu dem Zeitpunkt, wo sogar der Quarterback mitkam, um noch Blocks zu setzen vor der Endzone. Aber egal, jetzt bin ich ein bisschen eskaliert. Das Video ist, glaube ich, auch ein bisschen länger geworden jetzt. Aber das ist so ein Einblick in das, was mich motiviert und warum ich schwere Gewichte hebe und warum ich überzeugt bin davon, schwere Gewichte heben zu können. Und was wirklich hilfreich sein kann in jedem Bezug. Das hier dreht sich jetzt nicht nur um das Powerlifting beispielsweise, um jetzt deinen Benchpress, sondern es hängt auch ganz eng mit Erfolg in anderen Bereichen zusammen. Für mich ist derselbe Approach für eine Klausur. 2 Wochen vorher fange ich an zu lernen und ich lerne so viel, bis ich so sicher in dem Stoff bin, dass ich einfach keine Angst mehr haben muss, davor in eine Klausur zu gehen. Ich denke mir halt, okay, vielleicht bestehe ich nicht, aber ich habe von meiner Seite aus alles dafür getan und ich habe die nötige Selbstwirksamkeitserwartung. Was mir besonders geholfen hat für Vorträge, ich hatte immer richtig Angst vor Referaten. Mittlerweile ist es so, ich habe gar keine Angst mehr davor. Ich gehe einfach rein und vertraue auf mich selbst. Ich vertraue auf meine Skills sozusagen. Weil ich weiß, sie sind vorhanden. Und ich weiß, egal was für eine Situation kommt, in dem Moment, wenn die Situation kommt, werde ich bereit sein, diese Situation zu meistern. Und das hilft mir enorm für sowas. Egal, das Video wird zu lang. Passt zu Bodybuilding, Checking Out. Lasst euren Kommentare da. Ne? Lasst da Kommentare drinne und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video, wenn ihr meint, ich habe irgendwie mehr Reichweite verdient. Ja. Wir sehen uns im letzten Video. Ja, wenn ihr jetzt das letzte Video guckt, ne? Gönnt euch. Wir sehen uns im letzten Video und im nächsten. Passt zu Bodybuilding, check it nochmal out. Peace, bruh.